Gut, in diesem Sinne, Leute, es waren wirklich zwei wundervolle Tage und es hat mir mega Spaß gemacht, sie durch diese zwei Tage durchzuführen. Trotzdem weiß ich, dass ab morgen wieder der Alltag einkehren wird und dass sie sehr vieles vergessen werden von dem, was ich ihnen in den letzten zwei Tagen erzählt habe. Und sie werden auch sehr vieles nicht umsetzen, das weiß ich. Und wenn in wenigen Minuten diese Veranstaltung endet, beziehungsweise ich sie befreie, werden sie vor einer Kreuzung stehen, mit zwei Wegen. Einer davon wird der schwierige sein. Einer davon wird sehr, 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 sehr schmerzhaft sein. Einer davon ist der harte Weg. Denn wenn sie sich für diesen Weg entscheiden, für den schwierigen Weg, dann werden sie ihr Gehirn zwingen müssen, in anderen Bahnen zu denken. Und das bedeutet, dass sie vielleicht einige Freunde verlieren können, dass sie möglicherweise Enttäuschungen erleben werden und dass sie sich vielleicht auch einsam fühlen werden. Aber wenn sie diese Wut und diesen Hass und diesen Frust loslassen und sich davon lösen, werden sie anschließend gestärkter sein. Auf jeden Fall. Denn wenn sie es wirklich schaffen, durch diesen Sturm zu gehen, werden sie auf der anderen Seite rauskommen und sich wie ein neuer Mensch fühlen. Und das liegt daran, dass sie ein neuer Mensch sein werden. Sie werden sich stärker fühlen, als sie das jemals für möglich gehalten haben. Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg, den gibt es auch, den können sie auch gehen. Und der andere Weg ist einfach, der ist viel, viel einfacher, der andere Weg. Der andere Weg ist der, dass sie einfach nichts machen und alles bleibt beim Alten. Das heißt, sie können auch weiterhin das, worüber sie unglücklich sind, jemand anderen in die Schuhe schieben. Jemand anderer kann dafür schuld sein. Das können sie weiterhin zur Hand haben. Aber lassen Sie mich Ihnen eine Sache sagen. Das Ende dieses Weges, das ist nicht schön. Am Ende werden sie ein gebrochener Mensch sein und werden nach Möglichkeiten suchen, ihr Schmerz und ihr Elend zu betäuben. Denn sie werden spätestens am Sterbebett liegen und spätestens dort werden die Geister um sie herumstehen. Und dort wird er dann stehen, der Geist der Ideen, die sie niemals umgesetzt haben. Der Geist der Talente, welche sie nie genutzt haben. Und der Geist der Leidenschaft, welche sie nicht entfacht haben. Und glauben Sie mir, sie werden vor ihnen stehen und sie werden wütend und verärgert und enttäuscht sein. Und sie werden sie fragen, warum? Warum hast du uns nicht zum Leben erweckt? Jetzt stehen wir da und müssen mit dir ins Grab gehen. Das wird passieren. Und ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass sie sich für den harten Weg entscheiden. Aber ich bin auch Realist genug, um zu wissen, dass es viele von ihnen nicht schaffen werden, sich aus den Fesseln ihrer Gewohnheiten zu befreien. Das weiß ich. Für viele wird das wieder nur ein Vorhaben sein, denn viele von ihnen durchleben immer wieder denselben Zyklus. Ich werde mich besser ernähren. Ich werde mehr Sport machen. Ich werde mehr arbeiten. Ich werde mich vom negativen Menschen trennen. Ich werde optimistisch sein. Ich werde dies, ich werde das, ich werde jedes. So, und zwei Wochen vergehen und alles ist wieder beim Alten. Nichts ist passiert, gar nichts. Wie lange wollen Sie denn noch sich selber erzählen, was Sie alles tun werden? Wie lange noch? Und wie lange wollen Sie anderen Menschen noch Ihre Geschichte aufs Auge schwatzen? Immer die gleiche Leier, die Vergangenheit, die Kindheit, der Schmerz, das Leid und so weiter. Wie lange noch? Soll ich was sagen? Jeder hat eine Geschichte, jeder. Jeder Mensch. Soll ich noch was sagen? 80% davon interessiert es nicht. Und 20% davon sind glücklich, dass sie es sind, der davon betroffen ist. Was immer ihnen auch passiert oder passiert ist, es ist nicht für immer. Es ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern um zu vergehen. Und ich bin mir sicher, wenn sie in die Vergangenheit blicken, werden sie viel zerschlagenes Porzellan finden, bin ich mir sicher. Viel Drama, viel Misserfolge, viel Leid, viel Schmerz. 100%. Aber wenn sie sich von diesen Tragödien zerstören lassen, dann sind sie Game Over.
Und sie haben die Möglichkeit, sich davon zerstören und leiten zu lassen. Oder sie haben die Möglichkeit zu sagen, stopp, aus, bisher und nicht weiter. Ich bin größer als all das, was da gerade passiert. Und egal, was ihnen passiert, es wird vergehen, glauben Sie mir. Denn wenn wir eines über das Leben wissen, dann das, dass sich das Leben ständig verändert, sich ständig in Zyklen bewegt. Mal geht's aufwärts, dann geht's wieder abwärts. Mal läuft's richtig gut und dann läuft's wieder richtig schlecht. Mal sind Sie happy und dann sind Sie wieder richtig traurig. Leute, das ist das, was man Leben nennt. Das gehört dazu. Es ist wie im Sport. Die weltbesten Fußballer, die gehen aufs Feld, schießen 20 Mal aufs Tor und treffen nicht. Im nächsten Spiel das Gleiche wieder. Und im nächsten Spiel das Gleiche wieder. Und sitzen die dann auf der Bank und flennen herum und sagen, oh, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich schieße keine Tore. Nein, die machen einfach weiter. Und wenn sie anfangen zu verstehen und wissen und akzeptieren, dass die Dinge nie gleichmäßig verlaufen, dann werden sie auch in Zukunft anders mit solchen Tiefs umgehen. Weil dann werden sie nicht mehr vor einer Herausforderung davonlaufen und dann werden sie auch nicht mehr jammern, sondern dann werden sie sich weiter in ihrem Plan halten und einfach weiterhin die Dinge tun, die normalerweise funktionieren. Sie müssen in Bewegung bleiben. Schauen Sie, jeder kann gut drauf sein, wenn es gut läuft. Jeder kann positiv sein, wenn das Business gut funktioniert. Das ist keine Kunst, ich brauche mich mit der Obermarker füllen. Jeder kann sich gut fühlen, wenn er gesund ist, wenn er Rechnungen bezahlen kann, wenn er glückliche Beziehungen hat. Na klar, ist ja keine Kunst. Aber wie viele verhalten sich so in schlechten Zeiten? Weil um die geht's, um die schlechten Zeiten. Die schlechten Zeiten sind für sie gemacht, nicht die guten. Weil das, was einen Piloten zu einem guten Piloten macht, ist nicht sein Schein oder seine Ausbildung, sondern dass er das Ganze durch Turbulenzen manövrieren kann. Das Flugzeug. Ein Leader ist ein guter Leader in schlechten Zeiten. Nicht wenn es gut läuft. Wenn es bergab geht, da fängt Wachstum an. Ihr geistiger, emotionaler und auch ihr spiritueller Wachstum fängt an, wenn sie niedergeschlagen werden. Genau da fängt es an, sich zu transformieren. Da fängt es an, dass Sie sich transformieren. Das sind die Zeiten, wo Wachstum stattfindet oder wo er anfängt. Stattfindet oder da, an dem Punkt, wie Sie damit umgehen. Und das ist der Punkt. Es ist nicht wichtig, was Ihnen passiert. Es ist wichtig, was Sie daraus machen. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Weil harte Zeiten wird es immer geben. Und falls Sie die noch nicht gehabt haben, glauben Sie mir, die werden kommen. Aber Sie sind nicht gekommen, um zu bleiben. Sie sind gekommen, um zu gehen. Sie sind gekommen, dass Sie daran wachsen. Und deswegen sage ich auch, wenn Sie einen schlechten Tag haben, dann sagen Sie nicht mehr, ich habe einen schlechten Tag, sondern heute ist wieder so ein Tag, wo mein Charakter geformt wird. Alles, was Ihnen in Ihrem Leben passiert, passiert für Sie, nicht gegen Sie. Alles. Und natürlich können Sie es aber auch anders sehen. Sie können denken, dass Sie verflucht sind und es läuft alles gegen Sie. So können Sie es natürlich sehen. Weil wenn Sie das Falsche suchen, werden Sie das Falsche finden, weil das Falsche ist immer vorhanden. Aber wenn Sie anfangen, das Richtige zu suchen und das Richtige auch zu finden, dann werden Sie nicht mehr die Person sein, die auf der Treppe sitzt und flennt und sich selber bemitleidet und zu Alkohol und zu Drogen greift. Auch wenn oberflächlich betrachtet das, was geschehen ist, nicht gut ist. Es wird gut, wenn Sie etwas daraus machen. Das ist der Punkt. Und welche Person wollen Sie sein? Welche? Das können Sie entscheiden. Alles, was in Ihrem Leben passiert, passiert für Sie. Es passiert nicht gegen Sie. Und das erfordert einfach ein anderes Mindset. Und natürlich können Sie sagen, ich weiß nicht, also irgendwie stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich bin nicht motiviert.
Können Sie sagen, ja? Ich bin nicht motiviert, zum Sport zu gehen. Ich bin nicht motiviert, am Wochenende zu arbeiten. Ich bin nicht motiviert, 100 Anrufe am Tag zu machen, den Hörer in die Hand zu nehmen. Ja, aber jetzt verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis. Teilen Sie es bitte nicht. Ich auch nicht. Ich tue es trotzdem. Sie haben Angst vor unangenehmen Gesprächen, vor Konflikten. Ich auch. Und ich habe es trotzdem getan. Sie haben Angst, sich von irgendwelchen Menschen zu trennen, die Sie schon ewig kennen und die Sie gerne haben. Ich auch. Und ich habe es trotzdem getan. Sie haben Angst, dass Sie mit Ihrem Business scheitern. Ich auch. Und ich habe es trotzdem getan. Egal, wie Sie fühlen. Jeder Mensch fühlt so. Glauben Sie mir. Nur der Punkt ist, erfolgreiche Menschen handeln halt trotzdem. Sie handeln trotzdem. Egal, wie ich mich gefühlt habe. Egal, ob Lust oder nicht Lust, down oder nicht down, Schmerz oder nicht Schmerzen. Ich habe immer gleich gehandelt. Weil Sie müssen ein Mensch der Tat werden. Nicht jemand, der aufwacht in der Früh und sich fragt, so bin ich motiviert oder bin ich nicht motiviert und auf Motivation wartet. Nein, sondern, okay, welche Dinge gehören heute getan? Das ist die einzige Frage. Egal, ob ich gut drauf war, ob ich traurig war, ob ich wütend war, ich habe die Dinge immer auf die gleiche Art und Weise getan. Und ich habe immer die Dinge getan, die notwendig sind. Immer. Und das haben erfolgreiche Menschen gemeinsam. Sie tun. Egal, wie sie sich fühlen, völlig egal. Sie können davon ausgehen, dass jeder Mensch gleich fühlt. Nur wie sie halt damit umgehen und was sie daraus machen, ist halt der Punkt. Weil wenn sie auf Motivation warten, ich sag's Ihnen, da können sie lange warten. Dann hat ihr Jahr keine 365 Tage, sondern vielleicht 30, wenn überhaupt. Ich bin meistens nicht motiviert. Meistens nicht. Und glauben Sie mir, es wird niemand zu Ihnen kommen, der Ihnen einen Ruck gibt und sagt, komm, arbeite heute ein bisschen länger, arbeite an einem Traum, arbeite am Wochenende oder bleib ein bisschen länger, um deine Ziele zu verwirklichen. Es wird niemand kommen, der sagt, komm, geh vor die Tür, Sport machen. Es wird niemand kommen, der sagt, komm, dreh den Fernseher ab. Es wird niemand kommen, der Ihren Businessplan schreibt. Das wird nicht passieren. Es passiert einfach nicht. Motivation ist eine Droge. Das ist eine reine Hormonsache, sonst nichts. Sind Sie wirklich ein Drogenabhängiger, der sich von seinen Hormonen steuern lässt? Brauchen Sie Kokain, damit Sie motiviert sind? Wirklich? Hat Sie Ihr Verstand schon so in Geiselhaft genommen? Oder haben Sie Ihr Leben im Griff? Sind Sie jemand, der Ihr Leben im Griff hat? Denken Sie mal darüber nach, wie viele Leute heute irgendwelche Substanzen nehmen müssen, weil sie nicht mehr klarkommen. Hat alles etwas mit persönlicher Entwicklung, mit Disziplin und mit Haltung zu tun. Ist das Leben, was Sie wirklich führen möchten? Reflektieren Sie, wenn Sie heute nach Hause gehen, welchen Weg Sie gehen möchten. Machen Sie nicht das, was die anderen machen. Die meisten Menschen gehen da draußen herum und tun so, wenn alles in Ordnung wäre. Die geben vor, wie wenn sie zufrieden wären. Und sagen, nö, ich habe keine besonderen Ziele, keine besonderen Ambitionen, keine besonderen Wünsche. Und lügen sich selber in die Tasche. Natürlich, jeder will im Inneren, tief im Inneren will jeder mehr. Jeder möchte den wahrhaftesten Ausdruck seines menschlichen Wesens erreichen. Klar, das ist unser Naturell. Aber die meisten sind halt zu feige dafür, um zu kämpfen. Die leben lieber in Angst. Und auch zu bequem. Sind in der Komfortzone. Lieber in der Komfortzone bleiben. Aber soll ich was sagen? In der Komfortzone werden sie scheitern. Aber garantiert werden sie scheitern. Wenn sie nur das machen wollen, was Spaß macht, werden sie scheitern. Schauen Sie, Sie werden nie ewig motiviert sein. Das geht gar nicht. Ihr Gehirn ist ja gar nicht darauf ausgelegt. Ja, jetzt sind Sie motiviert, Sie fliegen wahrscheinlich nach Hause. Aber morgen ist nicht mehr so viel Motivation da. Und übermorgen noch weniger. Und nächste Woche ist sie verflogen. Was Sie brauchen, ist Disziplin. Disziplin macht frei. Und deswegen habe ich Ihnen auch gestern gesagt, kreieren Sie ein System für sich, erschaffen Sie eine Atmosphäre, eine Umgebung, die es Ihnen ermöglicht zu funktionieren. Das heißt, schneiden Sie das Fett ab, hapsern Sie sich von den negativen Leuten ab, hören Sie auf, sich mit Klatsch und Tratsch zu beschäftigen und auch irgendwelche negativen Nachrichten und Crash-Propheten auf YouTube und so weiter sich reinzuziehen. Hören Sie auf damit. Dann schaffen Sie sich eine Umgebung, wo Sie funktionieren. Und ja, es ist nicht so einfach. Erfolg ist ein unbequemer Prozess. Und deswegen sollten Sie sich auch im Leben unbequem einrichten. Sie müssen sich einen gewissen Druck aussetzen, ein Commitment abgeben.
Und wenn Sie es nicht schaffen, sich diesem Druck auszusetzen, dann gehen Sie bitte raus und erzählen Sie der ganzen Welt, was Sie machen und was Sie alles erreichen werden. Erzählen Sie es ihr bitte, weil dann zieht sie die Welt vor die Verantwortung oder zur Verantwortung. Dann setzt sie nämlich die Welt Ihnen einen gewissen Druck aus, beziehungsweise übt auf Sie einen gewissen Druck aus. Und der Druck, glauben Sie mir, der ist dann sehr hoch. Schauen Sie, ein Leben ohne Schmerzen ist ein Leben ohne Herausforderungen. Und ein Leben ohne Herausforderungen ist ein Leben ohne Wachstum. Herausforderungen sind das, um was es geht. Herausforderungen. Die sind für uns gemacht, diese Herausforderungen. Und wollen Sie sich lebendig fühlen? Dann suchen Sie Ihre Lebendigkeit im Schmerz. Dort finden Sie Ihre Lebendigkeit. Das heißt, nehmen Sie diesen Schmerz an, lieben Sie ihn und wachsen Sie an diesem Schmerz. Es ist ein Mythos, dass Erfolg irgendetwas mit Potenzial zu tun hat. Nein, Disziplin, Einsatz und vor allem Ausdauer. Wer weiß, wie lange ein chinesischer Bambusbaum braucht, um zu wachsen? 5 Jahre. Wenn Sie den einpflanzen, den Samen, müssen Sie da jeden Tag hin, den Boden pflegen, den Boden düngen, gießen, 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 gießen. Und im 5. Jahr fängt er an zu sprießen und wächst in nur 90 Tagen 30 Meter hoch. 30 Meter, 90 Tage. Also, braucht er jetzt 5 Jahre oder 90 Tage? Ganz klar, 5 Jahre. Weil wenn Sie es verabsäumen, einen einzigen Tag zu gießen, dann stirbt das ganze Ding im Boden, bevor es noch sprießt. Und genauso funktioniert der Erfolg. Und ich habe Ihnen gestern schon gesagt, das, was in diesem Prozess passiert, ist wichtiger als Ihr Traum. Viel wichtiger, die Person, zu der Sie werden, der Charakter, den Sie da erschaffen. Die neue Person, die Sie im Spiegel sehen, der neue Mensch, das ist viel wichtiger. Wie lange arbeiten Sie denn schon an Ihrem Traum? Oder haben Sie aufgegeben, weil Sie nichts vorzuweisen haben? Weil dann sind Sie nicht besser als der Rest. Sagt es Ihnen ganz ehrlich. Weil die meisten Menschen hören auf, wenn sie keine sofortigen Ergebnisse sehen. Die hören auf. Haben keinen Biss. Bewässern Sie einfach jeden Tag Ihren Traum. Und ja, es werden Leute kommen, die sagen werden, wie lange machst du das schon? 3 Jahre, okay? Zeig mal, was hast du hier vorzuweisen? Das hier ist ja vorzuweisen! Und es werden Leute kommen, die sagen, vergiss den, der ist vor 10 Jahren auf die Nase gefallen und will heute irgendwas erzählen vom Business. Die wird's geben. Hat's nicht geschafft. Klar wird's die geben. Aber wenn Sie Ihren Traum trotzdem jeden Tag bewässern, dann wird er irgendwann wahr. Und dann werden viele aufhören zu lachen. Glauben Sie mir. Aber nicht alle. Und das ist der Punkt. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, Sie können keine beeindruckende Persönlichkeit sein für manche Menschen, ohne für andere Menschen gleichzeitig eine Witzfigur zu sein. Das geht nicht. Wenn Sie eine beeindruckende Persönlichkeit werden möchten, dann müssen Sie zu dem bereit sein, wozu 97% nicht bereit sind. Das heißt, Sie müssen eine bestimmte Denkweise und bestimmte Wahrnehmungen entwickeln, um Ihr Selbstbild und auch Ihr Paradigma zu verändern. Das heißt, Sie sollen anders arbeiten, anders sprechen, anders denken, sich anders geben, anders bewegen, anders kleiden. Verändern Sie Ihre Strategie, weil eine Veränderung der Strategie bedeutet, dass Sie Ihr Leben neu erschaffen, dass Sie sich neu erschaffen. Und glauben Sie mir, die haben die Macht dazu, die haben sie. Sie können zu jeder Zeit entscheiden. Zu jeder Zeit. Können Sie sich noch erinnern, was ich Ihnen gestern über den Elefanten und den Löwen erzählt habe? Der Elefant ist größer und stärker als der Löwe. Aber das, was den Elefanten Angst vor dem Löwen macht, ist sein Glaubenssystem. Und der Löwe ist stärker als der Elefant. Aufgrund was? Seines Glaubenssystems. Beide werden vom Glaubenssystem gesteuert. Aber der Löwe hat die Macht, den Elefanten dazu zu bringen, sich wie ein Schaf zu verhalten. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil Sie verstehen sollen, dass es keine Rolle spielt, wie groß Sie sind, wie intelligent Sie sind, woher Sie kommen, wie viele Abschlüsse Sie haben oder wie reich Sie sind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist Ihr Verstand, der Sie klein hält. Und es ist auch Ihr Verstand, der Sie zu einem Leader macht. Es ist rein Ihr Verstand und Sie können wählen. Weil die einzige Freiheit, die Sie haben und jemals haben werden,
ist die Freiheit der Wahl. Und wer wollen Sie sein? Löwe oder Gazelle? Reiter oder Pferd? Jäger oder Gejagter? Völlig egal, über welches Potenzial Sie verfügen. Völlig egal. Es ist Ihre Entscheidung am Ende des Tages. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Und denken Sie darüber nach, wenn Sie zu Hause sind. Sie wurden geboren, um etwas Bedeutendes in dieser Welt zu bewirken. Nur müssen Sie halt an diesen Punkt kommen, wo Sie an genau das glauben. Ob das der Realität entspricht oder nicht, das ist völlig egal. Es muss zu Ihrer Realität werden. Und dann, glauben Sie mir, wird es auch zur Realität von anderen. Und wenn Sie diese Überzeugung nicht haben, dann werden Sie immer Opfer Ihrer derzeitigen Überzeugungen bleiben. Das verspreche ich Ihnen. Denn Ihr Verstand, unser Verstand, funktioniert wie ein Garten. Und was wächst im Garten am meisten? Unkraut! Das müssen wir sogar bekämpfen. Das kommt durch jede Bodenritze. Egal ob Sonnenschein, ob Regen, ob fruchtbarer Boden. Völlig egal. Und Ihr Verstand funktioniert genauso. Weil wenn Sie eine Orchidee oder eine Rose oder irgendeine andere exotische Pflanze züchten möchten, dann guess what? Müssen Sie ganz spezielle Verfahren anwenden, damit das was wird. Und Ihr Verstand funktioniert genauso. Sie müssen sich dann zwingen dazu oder motivieren dazu, deprimiert zu sein oder ängstlich zu sein oder jemanden zu hassen, sich an jemanden zu rächen oder sich schuldig zu fühlen. Das passiert einfach so. Müssen Sie nichts dafür tun. Aber wenn Sie ein erfolgreiches, erfüllendes und gesundes Leben führen möchten, dann müssen Sie härter an sich arbeiten als an allem anderen, glauben Sie mir. Und jetzt sage ich Ihnen was. Und ich wünsche mir, dass diese Message ankommt. Völlig egal, welches Wissen Sie da oben drin haben. Völlig egal, wie viel Geld Sie auf Ihrem Bankkonto haben. Völlig egal, wie viele Muskeln Sie haben, wie schick Sie gekleidet sind. Alles völlig egal. Sie müssen eine Sache verstehen. Dass das Leben eine Frage ist. Und wie Sie es leben, ist halt die Antwort drauf. Das heißt, was ist das Leben? Das Leben ist eine Herausforderung. Also bewältige sie. Es ist aber auch ein Geschenk. Also nimm es an. Es ist ein Abenteuer. Also wage es. Es ist eine Pflicht. Also erfülle sie. Es ist ein Versprechen. Also halte es. Es ist eine Gelegenheit. Also nutze sie. Es ist ein Spiel. Also spiele es. Es ist eine Schönheit. Also lobe es. Es ist aber auch ein Geheimnis. Also entlüfte es. Es ist ein Lied. Also singe es. Es ist ein Ziel. Also verwirkliche es. Und ja, es ist auch ein Kampf. Also kämpfe ihn. Und es ist auch ein Rätsel. Also löse es. Was ich begreiflich machen möchte ist, und darüber sollen Sie nachdenken, und vielleicht verstehen Sie dann die Message, du hast kein Leben, du besitzt kein Leben, weil du bist Leben. Also lebe es. In dem Sinne, meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie. Danke.